Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, zwischen 1904 und 1908 beging das Deutsche Kaiserreich in der ehemaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia, einen brutalen Völkermord. Bis zu 100.000 Menschen wurden damals ermordet. Es war Generalleutnant Lothar von Trotha, der damals den Vernichtungsbefehl gegen die Herero erteilte. Ich zitiere ihn: Gewalt mit krassem Terrorismus und selbst mit Grausamkeit auszuüben, war und ist meine Politik. Ich vernichte die aufständischen Stämme mit Strömen von Blut. Die deutschen Truppen trieben daraufhin die Herero, darunter Alte, Frauen und Kinder, in die Wüste und ließen sie dort verhungern und verdursten. Die deutschen Kolonialherren steckten Herero und Nama in Konzentrationslager, deportierten sie und missbrauchten sie für rassistische, pseudowissenschaftliche Experimente. Die deutsche Wirtschaft zog Herero und Nama zur Zwangsarbeit heran. Doch nicht nur ihre Freiheit, auch ihr Land, ihr Vieh wurden ihnen geraubt. Dies alles ist über 100 Jahre her. In diesen über 100 Jahren hatte kein einziges deutsches Staatsoberhaupt den Mumm und den Anstand, das Wort Völkermord in den Mund zu nehmen und offiziell um Vergebung zu bitten. Ich finde das beschämend. Erst in den letzten Jahren bewegte sich endlich etwas. 2004 entschuldigte sich die ehemalige Entwicklungsministerin Heidi-Marie Wittschorek-Zoll im eigenen Namen erstmals für die Verbrechen. Seit letztem Jahr führt das Auswärtige Amt einen Dialog mit der namibischen Regierung, bei dem es die Definition Völkermord endlich anerkannt hat. Dieses Jahr schließlich, zum 100. Jahrestag des Endes der deutschen Kolonialherrschaft im damaligen Südwestafrika, hat Bundestagspräsident Lammert unmissverständlich von Völkermord gesprochen. Das alles ist sehr zu begrüßen. Aber zwei wesentliche Schritte zu einer echten Versöhnung mit Namibia stehen noch aus. Erstens eine offizielle Entschuldigung durch den Bundespräsidenten und die Bundeskanzlerin, am besten im Rahmen eines Besuchs in Namibia, bei dem vor den Nachfahren der Opfer um Vergebung gebeten wird. Und einige denken vielleicht, das ist so lange her, warum müssen wir uns jetzt noch entschuldigen? Erstens hat es was mit Anstand zu tun. Die Verbrechen der eigenen Vorfahren beim Namen zu nennen und um Vergebung dafür zu bitten, das gehört dazu, um ein anständiges Verhalten zu zeigen. Aber zweitens, und das ist sehr bedeutsam, die Nachfahren der Opfer leiden bis heute an den Folgen des damaligen Völkermords, insbesondere des Land- und Viehraubs. Noch heute sind fast 80% ihres ursprünglichen Farmlandes in der Hand von Weißen. Die Nachfahren der Opfer sind bitterarm und haben keine wirtschaftliche Grundlage für ein menschenwürdiges Leben. Deshalb ist es notwendig, dass wir auch über Wiedergutmachung diskutieren. Dabei geht es nicht um individuelle Entschädigungen, es geht darum, strukturelle Nachteile auszugleichen. Es geht darum, diejenigen, deren Vorfahren Land und Vieh genommen wurde und die bis heute deshalb in bitterer Armut leben, zu unterstützen. Die Bundesregierung sollte diese Fragen in einem transparenten und ergebnisoffenen Dialog mit der namibischen Regierung und den Nachfahren der betroffenen Volksgruppen diskutieren. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass es dem internationalen Ansehen der Bundesrepublik schaden würde, wenn diese Fragen erst vor internationalen Gerichten landen müssen, egal wie eine Entscheidung ausgeht. Lassen Sie uns endlich die richtigen Schritte gehen. Der Völkermord wird jetzt von der Bundesregierung als solcher bezeichnet. Nun muss die Entschuldigung und der Dialog über Wiedergutmachung beginnen. Ich finde es übrigens bedauerlich, dass die Regierungskoalition bisher keinen eigenen Antrag zu diesem Thema hier vorgelegt hat. Ich bin insbesondere von der SPD enttäuscht, denn in der letzten Legislatur hatten sie einen recht vernünftigen Antrag vorgelegt mit Unterschrift ihres als heutigen Außenministers Steinmeier. Wir müssen endlich gemeinsam eine Lösung finden und dafür sorgen, dass Deutschland seiner kolonialen Vergangenheit offen ins Auge blickt. Das sind wir den Nachfahren der Opfer schuldig. Dankeschön. Vielen Dank. Nächster Redner.